Hey ho, willkommen bei Rock'n'Roll. Ich zeige euch heute ein Krafttraining für Anfänger ohne Geräte. Viel Spaß dabei. Also am Anfang ist es wichtig, dass du dich aufwärmst. Das Aufwärmen ist echt wichtig, dass du keine Verletzungen bekommst und damit du auch schnellere Trainingsfortschritte erzielst und dass du nicht so einen starken Muskelkater am nächsten Tag hast. Also Joggen, Radfahren, Schwimmen, irgendwas, wo du die Kreislauftätigkeit einfach anregst. Zum Beispiel die Burpees. Oder ein Hampelmann. Oder Bergsteigerübungen. Also die erste Übung ist eine Zugbewegung. Da kannst du entweder an die Klimmzugstange gehen und negative machen. Also du hängst, springst hoch und lässt dich dann langsam runtergleiten. Also so kann man die Klimmzüge am Anfang recht gut üben. Oder als zweite Möglichkeit kannst du Ruderübungen machen. Das heißt, du schnappst dir eine Stange, die so in Hüfthöhe ist. Ach ja, genau, die Muskeln, die bei dieser Zugbewegung beansprucht werden. Also du hast zum einen den Bizeps und dann hast du noch den Latissimus und die Bauchmuskulatur. Dann als zweite Übung habe ich dann einfach Liegestützen gemacht. Du kannst normal so Schulterbreit greifen. Oder du machst es weiter weg, dann ist es mehr Brustmuskulatur. Oder du greifst eng, dann geht es mehr auf den Trizeps. Dritte und vierte Übung ist eine Kombination. Und zwar hältst du dich an der Stange, bringst die Beine über deinen Kopf drüber auf die andere Seite, hast dabei die Bauchmuskulatur aktiviert. Dann schwingst du dich wieder zurück und dann hast du die Rückenmuskulatur. Und als letzte Übung machst du einfach tiefe Kniebeugen, Ass to the Grass. Und dann würde ich am Anfang jede Übung einfach so oft machen, wie du kannst. Dann machst du von jeder Übung 3 Sätze. Bei der Zugbewegung sind es dann zum Beispiel 15 bis 20 maximal. Bei der Druckbewegung, bei den Liegestützen dann auch 3x 15 bis 20. Die Übung am Hang mit dem Vor- und Zurück. Bei den tiefen Kniebeugen dann auch bis zu 20 Mal, 3 Sätze, 15 bis 20. Und wenn du diese Zahl erreicht hast, dann kannst du zum nächsten Level gehen. Dann kannst du schwierigere Übungen. Ich habe am Anfang genauso angefangen mit diesem Workout und es hat gut funktioniert. Deswegen kann ich das so getrost weitergeben und empfehlen. Also, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bei Fragen einfach einen Kommentar schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Rock'n'Roll.